Spätestens seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 spaltet das Thema Asyl und Migration die EU-Länder. Italien und Griechenland rufen nach Entlastung, dort wo Schutzsuchende erstmals EU-Boden betreten. Andere weigern sich beharrlich, Menschen zu übernehmen. Die Idee der Pflichtverteilung hat die Länder aufgerieben. Das Ringen um das Flüchtlingslager in Moria hat diese Debatte jetzt wieder neue Dringlichkeit verliehen. Die EU-Kommission möchte mit gemeinsamen Asylregeln erreichen, dass weniger Menschen die EU erreichen. Und wer keine Asylberechtigten aus Griechenland aufnehmen will, darf anders helfen. Flexible Solidarität heißt das dann. Raffaella Scheidreiter über Idee und Erfolgsaussichten. Die abgebrannten Hütten und Zelte von Moria. Menschen, die seit dem Feuer in dem Camp auf Lesbos umherirren. Bilder, die erinnern. Schutzsuchende warten dort teils Jahre, bis sie wissen, darf ich bleiben oder nicht. Und Bilder, die Brüssel als Momentum nutzt für neuen Anlauf in der vergifteten Asyldebatte. Manche Länder wollen keine verpflichtende Verteilung, keine Menschen aus Griechenland übernehmen. Und das müssten sie auch nicht mehr, versichert die zuständige Asylkommissarin. Sie schlägt Solidarität anderer Art vor. Abschiebepartnerschaft. Ein Angebot an Länder wie Ungarn, Polen oder Österreich. Sie sollen Menschen, die kein Bleiberecht bekommen, zurückbringen in deren Heimatländer. Und das betrifft immerhin 2 von 3 Menschen, die zurzeit in Griechenland ankommen. Der Versuch der EU-Kommission, die Länder auf Linie zu bringen, mit der Wahl, Schutzberechtigte aufnehmen oder andere abschieben. Die EU-Kommission klammert diesen aufgeladenen Begriff einer Pflichtverteilung aus und schafft damit zumindest eine Diskussionsgrundlage. Ob ihre Pläne aber auch einen Neustart schaffen, darüber entscheiden EU-Parlament und EU-Mitgliedsländer. Sie müssen den Plänen zustimmen. Plänen, hinter denen der Migrationsforscher noch keinen großen Wurf sieht. Denn zu vieles sei noch unklar. Was etwa, wenn alle Länder nur noch abschieben wollen und keiner mehr freiwillig Schutzberechtigte übernimmt? Bei diesen Verteilungsaktionen sind fast nie mehr als 6, 7 Mitgliedstaaten mitgegangen. Wenn das in Zukunft auch so ist, kann natürlich relativ schnell die Situation kommen, dass zu viele Flüchtlinge verteilt werden sollen und zu wenig Mitgliedstaaten mitmachen und der Rest der Mitgliedstaaten sagt, okay, ich konzentriere mich auf die Abschiebepolitik. Fraglich auch der Plan von Kontrollzentren an der EU-Außengrenze. Schnellverfahren sollen dort klären, wer Chance auf Asyl hat und wer nicht. Neue Zentren, neue Morias? Die Gefahr bestehe und dazu kommt, Schnellverfahren könnten internationales Recht brechen. Aber in der europäischen Asylpolitik wird immer wieder ein bisschen getestet, wie weit kann die Politik gehen, ohne dass Gerichtshöfe einschreiten und sagen, das ist menschenrechtlich nicht gültig und muss zurückgenommen werden. Doch die Botschaft des Kommissionspapiers ist klar. Die EU will rigoroser abschieben. Auch ein Signal an Migranten, die nachdenken, sich auf den Weg zu machen. Eine Botschaft, die in Wien gut ankommt, was der Innenminister aber wissen lässt. Wir werden auch jetzt dann sehr genau darauf achten, in den Verhandlungen, die ja vor uns liegen, dass es kein Einführen eines Verteilungsmechanismus über die Hintertür gibt. Warnungen aus Wien, egal wie oft Brüssel versichert, die verpflichtende Verteilung sei vom Tisch. Die EU-Kommissionspräsidentin will auch gleich morgen mit den Regierungschefs der Visegrad-Länder beraten, wie Österreich potenzielle Abschiebepartner.